Also ich bin nicht zufällig hier, ich bin mit meinen Freunden von Gießen gekommen. Ich finde es extrem cool, die Stimmung ist ziemlich gut, die Musik ist gut, die Leute sind cool, Wetter ist geil und zufällig bin ich nicht hier. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es nach Wetzlar kommt vor allem, weil das ja auch erst der 5. in Mittelhessen ist jetzt. Aber es freut einen schon unglaublich, weil man merkt, wie akzeptierend hier dann alle sind und man merkt schon, wie anders sich das so anfühlt. Viele Leute gehen sehr offen damit um, gerade auch wenn man sich im Freundeskreis oder so outet. Ich persönlich habe eigentlich mit Freunden oder auch Familie zum Glück keine schlechten Erfahrungen machen müssen. Leider auch gibt es viele, sei es in der Schule oder sonst wie, die so im selben Alter sind, die immer noch eine erschreckend homophobe Einstellung haben. Und man sollte eigentlich meinen, das müsste sich mittlerweile auch gerade in unserer Generation geändert haben. Also meine Eltern kommen aus Russland und es ist wirklich sehr viel schwieriger. Ein Kumpel von mir ist schwul und er will sich auch nicht von den Eltern outen, weil er Angst hat, dass sie ihn auf die Straße setzen. Das ist teilweise echt schlimm. Es hat sich wirklich nicht geändert, wenn man mal so auf, es gibt sowas wie Otnoklassniki und das ist so ein Social Network extra für Russen. Das ist schlimm, wie da teilweise rumgeredet wird, wie da Leute fertig gemacht werden, wie dann Leute, wenn die auf die Straße gehen, was da teilweise Kommentare drunter sind. Das ist teilweise echt abartig. Also ich würde sagen, wenn man sagt ja immer, im Closet ist, also wenn man nicht offen darüber ist, man muss ja nicht zu seinen Eltern direkt offen sein, wenn man da unsicher ist, aber vielleicht der besten Freundin erzählen, dem besten Freund und wenigstens ehrlich zu sich selbst sein, weil das ist, finde ich, am anstrengendsten, wenn dann jemand ist, der nicht ehrlich zu sich selbst ist und so zwanghaft hetero ist. Das finde ich anstrengend. Wo man hundertprozentig offen über Sexualität reden kann, ist eigentlich nur das Internet, weil hier kannst du, es gibt nicht wirklich Großes, natürlich kann man zu Psychiatern gehen, die irgendwie, aber es gibt eigentlich nichts, wo man wirklich in der Nähe hingehen kann. Also im Internet gibt es genug Foren, wo man Leute kennenlernen kann. Um ein bisschen so das Gefühl der Community zu haben, wirklich. Also man kommt sich halt richtig willkommen vor, man weiß, dass alle Leute eben queer oder LGBTQ sind. Das ist sehr angenehm, hier rumzulaufen und einfach es zu genießen. Ziemlich wichtig, da es einfach ignoriert wird oder einfach vergessen wird oder man ist nicht wirklich offen gegenüber. Und wenn man sieht zum Beispiel auch, dass Leute aus dem Bus, Leute aus der Straße nebenan oder in deinem Dorf halt auch hier sind und man sich versteht, man lächelt sich an, dann kommt man mal ins Gespräch. Ich finde, das ist viel, viel herzlicher, als wenn man es nicht machen würde. Wenn man sich nicht outen möchte oder man kämpft halt dagegen an, so warum denkst du das, wie bist du da drauf gekommen? Ja, wegen der Religion, wegen den Eltern, weil sie es eklig finden oder wenn du schwul bist, dann will ich nicht mehr bei dir pennen oder sowas. Es ist sehr unangenehm, aber... Oder auch, dass sich dann jeder irgendwie was selbst was rausdenkt. Sowas wie, wenn eine Freundin dann, wenn ich sie nur frage, ja, die war eigentlich ganz lieb, hat die einen Freund oder sowas, dann so, was? Soll ich mir jetzt Sorgen machen, dass du dich in mich verliebst? Als ob man, wenn man auf Frauen oder auf Männer steht, dann direkt jeden anspringt, der lebt. Aber was ich ziemlich herzerwärmend finde, ist, wenn man an der Parade rumläuft und sieht kleine Kinder, die dann auch die ganzen Armbänder tragen oder sich an den Stickern erfreuen, weil sie so schön bunt sind, das erwärmt mein Herz. Das ist total süß. Man darf sich nicht einschüchtern lassen. Wenn man aufgibt, dann haben alle verloren. Also man sollte immer weiter gegen ankämpfen, es genießen. Ich meine, du kannst dich selbst nicht ändern. Also warum solltest du es für andere Leute machen? Und die ekelhaften Leute kannst du ja aus deinem Leben ausblenden und dich eben hier zum Beispiel wohlfühlen. Ich komme hier aus Wetzlar, ich bin 19 Jahre alt und fange dieses Jahr an zu studieren. Sag noch was zum Christopher Street Day. Ist das für dich gerade als Wetzlarer wichtig? Also ich war jetzt in Köln und in Frankfurt auf dem CSD. Und klar, es ist hier kleiner und nicht vergleichbar, so mit dem Aufwand, der betrieben wird, aber das Engagement, was hier gezeigt wird und ja, das halt, gut, es kam ein kleiner Zwischenfall auf der Parade, aber man begegnet sich doch irgendwie anders und heute macht es Spaß, angeguckt zu werden. Also ich schmink mich, seit ich 12 bin und gehe auch so raus, auch in Frauenklamotten und hohen Schuhen. Angst hat mir das nie gemacht, aber natürlich kriegt man negative Resonanz und Blicke und vor allen Dingen ja so spöttische Zurufe. Das ist weit verbreitet und nicht nur hier. Ist in Gießen auch so, ist in Frankfurt auch so. Ja, aber es ist schön, dass das jetzt mal hier ist und dass vielleicht auch die breite Bevölkerung und die Gesellschaft, die hier in Wetzlar wohnt und das nicht kennt in dem Ausmaß, es jetzt kennenlernt. Und dass es vielleicht wieder hier stattfindet, das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass ich vielleicht auch, wenn ich mal so rausgehe, nicht ganz so schräg angeguckt werde. Mein Selbstbewusstsein, tja, ich glaube, wenn das Leben einen nicht so mit ganz viel Glück beschenkt, dann muss man irgendwann lernen,
alles zu geben, aber nicht aufzugeben. Und wenn ich nicht kämpfen würde, dann würde mir auch das Korsett nicht helfen und ich würde zusammenbrechen. Und wenn ich nicht ein bisschen mein Mann stehe, auch wenn ich jetzt nicht aussehe wie ein Mann, naja, dann kann ich auch reinpacken, oder? Und für das Kämpfen, was ich bin und dazu stehen, was ich bin, das ist das Wichtigste, was ich am Leben finde. So. Immer man selbst bleiben. Und auch wenn man nicht immer nur positiv beäugt wird, einfach weitermachen und das sein, was man ist. Klar, wenn man sich schminkt und irgendwie so laienhaft Drag betreibt, ist es schon ganz gut, wenn man vielleicht mal Übersee irgendwie RuPaul betrachtet oder so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so die Musik von ABBA und sowas alles und gerade auch Divine, also vielleicht sagt einigen das jetzt was, das ist halt ein Transvestit-Künstler aus den 80ern gewesen und das hat mir halt viel Mut gegeben, dass halt Menschen, die anders sind, auch Leistungen erbringen können und dass das gewertschätzt wird und dass, wenn ich dazu aufsehen kann, dass dann zumindest irgendeiner dadurch erreicht wird und wenn zu mir jemand aufblickt und ich habe heute viele Fotos mit mir machen lassen, wenn ich das weitergeben kann, das ist halt so mein Ansporn, dass ich begeistern kann und dass ich mich begeistern lasse. Also meine Oma hat gemeint, als ich mich geoutet habe, ja, das habe ich schon gewusst, als du im Kindergarten Prinzessin sein wolltest und Lackschuhe statt Turnschuhe haben wolltest. Also es war irgendwann klar, dass ich, glaube ich, so rumlaufe. Also es war eigentlich klar. Und einfach dieses nicht negative Werten, sondern einfach, dass du bist du. Und mein Gott, dann schlafe ich eine Nacht drüber, aber am nächsten Tag bist du der gleiche Mensch, der du vorher warst. Ich habe mich mit 16 geoutet, die ganzen 16 Jahre vorher. Naja, jetzt bin ich 3 Jahre geoutet, habe einen Freund, mache mein Ding und es geht mir gut. Und meine Familie ist super positiv. Ich war Schulsprecher an meiner Schule. Ich war ganz genauso, wie ich jetzt bin. Ich habe mich nicht versteckt und wahrscheinlich hat das begeistert es Leute. Wahrscheinlich kann ich das, wahrscheinlich tue ich das. Ich weiß es nicht.